Die DDR ist seit 25 Jahren Geschichte. Was bleibt? Die Kultflitzer von damals. Und Liebhaber, die Leidenschaft und Zeit in die betagten Fahrzeuge stecken. Zum Beispiel er, Dieter Pemsel, Kfz-Meister und Trabi-Fan. Er ist der Vorsitzende des Trabi-Team Thüringens. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land. Insgesamt gehören dem Verein über 70 Trabis. Und heute kommt ein neues Fahrzeug dazu. Was habt ihr da gefunden? Ich bin überrascht, ja. Ein bisschen Arbeit. Und was sagt er? Ja, muss man mal gucken. Nicht so schlecht. Kann man was draus machen? Die Männer zahlen für den Scheunenfund etwa 500 Euro. Schnäppchen wie kurz nach der Wende sind heute kaum mehr zu machen. Der Trabi ist rar geworden und die Nachfrage steigt. Klappe klappt. Sicher ist da ein dort Rost, das ist ja auch schon ein paar Jahre alt, das Teil, ne? Aber den kriegen wir wieder zum Laufen. Na dann, auf, oder was? Ja, auf in den Kampf. Los geht's, Jungs, hier, aufladen! Zu Dieter Pemsels Trabi-Team gehören noch knapp 60 weitere Mitstreiter. Die meisten sind keine Berufsschrauber, der Chef ist allerdings vom Fach. Ich habe schon seit meiner Ausbildung mit Trabant zu tun. Ich habe von Trabant gelernt, meinen Beruf gemacht, meinen Meister gemacht. Es hat mein Leben geprägt, wenn man mal so sagen. Und das geht bis zuletzt. Anders sehe ich das nicht. Über 3 Millionen Trabis gingen bis 1991 im sächsischen Zwickau vom Band. Für ihn haben DDR-Bürger Wartezeiten von 10 Jahren und länger in Kauf genommen. Zur Rennpappe machte den Trabi die Karosserie aus Duroplast, ein leichter Werkstoff aus Baumwolle und Kunstharz. Dieses Modell wiegt im Originalzustand gerade mal 700 Kilo. Verglichen mit anderen Autos ist er ein absolutes Leichtgewicht. Und los geht's. Oh, der Mensch! Die Männer wollen den Trabi so weit in Schuss bringen, dass er zum Lackierer kann. Dieter und Hobbyschrauber Matthias holen zunächst den Motor raus. Das Fahrzeug ist das letzte aus der Trabant-Reihe. Anders als die Vorgänger fährt dieser Trabi mit einem VW Polo-Motor. Matthias gibt sein Bestes, doch der Chef ist kritisch. Aua. Also ich weiß nicht, könnt ihr nicht mal unten anfassen und so ziehen? Ja, mach mal doch. Nee, mach doch nicht, ihr dreht das Ding. So. Schwierigkeiten gibt es immer. Es sind ja keine Fachleute. So, und aus dem Grund muss man da schon mal hinweisen auf Sachen, um dass es eben ordnungsgemäß funktioniert. Wie gesagt, man muss auch ein bisschen das Geschick dafür haben und das fehlt eben manchmal. Vom Osten Deutschlands geht es in den Westen, in die Nähe von München. Auch hier ist ein DDR-Flitzer beliebt, die Schwalbe, das Ostpendant zur Vespa. Typisch in kräftigen Farben und mit Blinkern am Lenker. Eine preiswerte Alternative. Ist die Schwalbe original, darf man damit bis zu 60 Stundenkilometer schnell sein. Die meisten anderen Roller dürfen nur 45 fahren. Tobi und Pauli sind ursprünglich aus Sachsen. Die beiden motzen nebenberuflich seit 3 Jahren gemeinsam die Kult-Mopeds aus ihrer Heimat auf. Und dann haben wir angefangen in einem, hört sich jetzt lächerlich an, in einem Müllhäuschen. In einem Müllhäuschen, ja. Ein ganz kleines Häuschen. Das war diese typischen bayerischen kleinen Müllhäuschen. Links waren 5 Mülltonnen, rechts war es leer. Eigentlich für den Hausmeister so ein bisschen der Abstellraum. Und da haben genau 6 Mopeds reingepasst und das war der Start. Seitdem sind Tobi und Pauli mit ihrer Werkstatt 4-mal umgezogen. Die Jungs basteln an einem besonderen Projekt. Eine Schwalbe im Stil des US-Kultautos Chevrolet Bel Air aus den 50er Jahren. Die Teile kommen frisch vom Lackierer. Tobi und Pauli schrauben seit ihrer Jugend an den Schwalben. Das Schlüsselerlebnis hat, glaube ich, 90% der Ossis, die hier im Land leben. Weil du einfach mit 11, 12 teilweise auf so ein Moped gesetzt wurdest, weil die damals keiner wollte. Und für die Kinder war das natürlich eine interessante Sache. Und dann ging es über den Feldweg und da hast du das erste Mal fahren gelernt mit einem Motor unterm Hintern. Das war schon cool. Und das nimmt man natürlich mit.
Etwa 1 Million Schwalben wurden bis Mitte der 80er Jahre beim Thüringer Fahrzeug- und Waffenhersteller Simson gefertigt. Das Unternehmen gehörte damals zu den weltweit größten Zweiradherstellern. Heute kann man am gleichen Standort neu produzierte Ersatzteile kaufen. Tobi und Pauli haben sich nicht dem Original verpflichtet. Je nach Projekt setzen sie auf Neuteile, auch bei ihrer Bel Air Schwalbe. Ich krieg den Schluss einfach nicht rein. Ich hab's gerade schon probiert. Ist der eng oder was? Ja. Hast du schon mal irgendwie aufgebogen? Nee, noch nicht. Ich wollte jetzt noch nichts machen. Das sieht so aus, als wäre noch ein bisschen Luft, ne? Ja, schau mal. Sehr gut. Soll ich damit irgendwie. Warte, ich halt's mal eben. Das ist zwar ein bisschen filigran, aber vielleicht kriegen wir das sogar hin. Boah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja? Ja. Probier's mal. Boah, perfekt. Saugeil. Das ist der Saugeil. Pauli und Tobi haben mit ihrem Neuteil Probleme. In Thüringen hält man sich bei der Trabi-Restauration vor allem an das Original. Auf dem Dachboden des Vereinshauses hat Dieter Pemsel die Schrottplatz- und Scheunenfunde aus 25 Jahren gelagert. Wir sind kein Freund von Nachbauten, erstmal weil das nicht Originalität entspricht. Es gibt da Abweichungen, ja, von der Qualität bis hin zur Passgenauigkeit. Und deswegen sind wir also Freunde fürs Original und deswegen haben wir diese Teile auch alle gesammelt, um eben hier gewappnet zu sein, wenn wir eben so eine Restauration machen, dass man zumindest diese Teile verwendet. In diesem Fall zwar nicht ganz original, aber im Sommer ein Luxus, ein Cabrio-Faltdach für den Trabi. Die Männer müssen die Türen des Autos abschmirgeln, damit der Lack später besser haftet. Auch Gebrauchsspuren können sie damit beseitigen. Hier packt mit an, wer Lust und Zeit hat. Hier müssen wir noch ein bisschen machen. Ja, das hast du ja schon gesehen. Machst du schon Qualitätskontrolle oder was? Ohne Meister geht nicht. Vereinsmitglied Matthias hat einen Bürojob in der Altenpflege. Er ist gerne am Wochenende hier. Sonst hat man ja immer nur Gespräche und mit dem Computer zu tun. Und hier ist es eigentlich ganz schön, mal was mit Händearbeit zu machen und auch einen Erfolg dann zu sehen, wenn es fertig ist. Bis das Auto auf die Straße kann, haben die Männer aber noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Erstmal wollen sie nun den Kotflügel ankleben. Das ist zwei Komponentenkleber. Und da härtet es schnell und deswegen müssen wir uns beeilen, haben nicht viel Zeit. Das ist der schwierigste Prozess bei der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt den anmische, muss es vorwärts gehen. Der Kleber braucht abhängig von der Temperatur nur wenige Minuten, um hart zu werden. Wenn die Männer nicht schnell genug arbeiten, sind zudem 100 Euro futsch. Kein Strom da, los, ich brauche Strom, schnell, schnell, schnell. Oh, Mensch. Ausgerechnet jetzt fliegt die Sicherung raus. Geht doch mal hier zur Sicherung. Komm. Scheiße, Mensch. Mach doch mal. Nimm das Schweißgerät weg. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn los hier? Viel zu spät, viel zu spät. Was ist denn nur mit der Scheißstrippe hier? Ist faul. Wenn der Kleber nicht hält, war die ganze Arbeit umsonst. Dann heißt es, Klebereste abkratzen, von vorne anfangen. Zu allem Überfluss geht auch noch das Werkzeug kaputt. Oh Mensch, ich krieg eine Krise, so eine Scheiße, ey. 12 Stunden muss der Kleber nun aushärten. Erst dann wissen die Männer, ob der Kotflügel hält. Dieter gibt noch nicht auf. Abzwinge. Komm, Brüder, komm, 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 schlaf nicht. Abzwinge. Da holst du eine. 2 Stück. Das scheint doch schon. Hier, komm her, komm, du musst auch nicht laut latschen. Hinten Kotflügel reindrücken. Fuß dazwischen, dagegen, unten, 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 dass der Kleber wirkt. Scheiße, Mann. 4 Männer im Kampf gegen die Zeit.
Ganz gemütlich schrauben in Bayern Tobi und Pauli an ihrer Schwalbe. Sie haben den Kult aus ihrer Heimat in den Westen gebracht. Die Jungs sind seit 10 Jahren befreundet und hängen in der Werkstatt fast täglich aufeinander. So, was sagt der Plan? Der Plan sagt, das braunweiße Kabel an Kontakt 2, das ist der hier. Kannst du das noch nicht im Schlaf auswendig, Pauli? Das ist die gefühlte, du weißt ganz genau. Das ist die gefühlte 300. Warpbezündung. Das ist allerdings richtig. Schwarz kommt an Kontakt 15, 51. Ja, das weiß ich. Dann der Schwarz-Weiße kommt an den Dreierstecker. So, und jetzt kommt noch weiter Klugscheißer. Wo kommt die 59B ran? Oder was ist das? Das ist vom Dreierkontakt zu 59B, der Stromverteiler. Mhm, Die Werkstatt ist für uns als Freunde mal der Goldbringer und auch mal wieder das, wo man sagt, meine Güte, warum ausgerechnet mit dem? Ja, hättest du es nicht besser formulieren können. Ja. Also hast du hier sicherlich auch extrem coole Momente, wo du dir einfach nur den Arsch ablasst und keine Ahnung, alles ist super. Und wie er schon gesagt hat, dann gibt es halt 5 Minuten später, wo du einfach nur so denkst, Alter, was zur Hölle und warum? Die Schwalbe kommt mit einer Tankfüllung gut 200 Kilometer weit. Der Verbrauch liegt bei 2,5 bis 3 Litern. Bei Tobi und Pauli geht die Montage voran. Nur die Kette will nicht so richtig. Ist das Rad schon ganz vorne? Nee, gell? Nee, und wir brauchen noch einiges Luft, Pauli. Geht noch was? Nicht wirklich, nee. Es kann sein, dass die Kette zu kurz ist. Und es sieht auch verdammt danach aus. Ja. Also das Ritzel muss hier über die Welle rutschen, aber das ist einfach nicht drin. Macht er nicht? Bist du ganz vorne? Ich bin ganz vorne, mehr geht nicht. Die Jungs müssen es mit einer längeren Kette versuchen. Jetzt sind wir drauf. Hat er Fassung? Jetzt hat er Fassung. Warum passt die eigentlich nicht passende Kette und die andere, die dafür gemacht ist, passt überhaupt nicht? Tja. Das ist wahrscheinlich nur der Typ, der das Zeug irgendwann mal eingepackt hat, ne? Das ist wieder am Schreibtisch entstanden, ne? Ja, wahrscheinlich. Tobi und Pauli machen weiter mit den Blinkern. In Thüringen beraten Dieter und Matthias über die Rücklichter ihres Trabis. Kommen wir zur Frage der Rückleuchten. Das wäre jetzt das Rücklicht, was an dem Fahrzeug dran war und was auch original dran gehört. Gefällt dir das mehr oder dieses mehr? Das ist von den 6.1er, die ältere Version. Also ja, gehört zwar dran, aber ich denke, ja, das sieht besser aus. Das ist filigraner, passt besser an die Form. Na gut. Ich finde das schicker hier und ich würde das so machen wollen. Ja, wir müssen das ja mit lackieren lassen hier, na, in der Farbe, wie das Fahrzeug wird. Okay. Also nehmen wir das jetzt, ne? Ja, prima. Am Kotflügel gibt es nun auch Gewissheit. Der Zweikomponentenkleber hat trotz der Pannen beim Anbringen gehalten. Über 30.000 Trabis sind in Deutschland noch zugelassen. Die über 30 Jahre alten Modelle sind inzwischen Oldtimer. Autofans ohne Trabant-Vergangenheit aus ganz Deutschland kommen immer mehr auf den Geschmack. Die Jugend heutzutage findet den Trabant von der Einfachheit her, von der Schlichtheit her. Sie können viel selbst machen. An heute an einem anderen Fahrzeug, dem modernen Fahrzeug, kannst du nicht schrauben. Und das macht denen erstmal viel Spaß, dass man hier viel, viel selbst schrauben kann. Und das ist eigentlich das. Und dann, wie gesagt, Trabant ist cool, fahren viele Jugendliche. Der neue Trabi des Thüringer Fanclubs kann jetzt zum Lackierer. Später gestalten die Männer den Innenraum möglichst originalgetreu. Und nach 4 Wochen wird er dann so aussehen. Tobi und Pauli sind mit ihrer Schwalbe im Stil eines Chevrolet Bel Air noch nicht ganz fertig. Um mit dem Roller 60 Stundenkilometer fahren zu dürfen, müssen Rahmen und Plakette original sein. Den Rest darf man mit Neuteilen aufrüsten. Nicht nur deswegen ist der DDR-Vogel auch immer mehr im Westen beliebt. In München ist so ziemlich die geilste Stadt, um Schwalbe zu fahren, weil du einfach eine Kultur des Zeigens hast. Und viele Studenten und so, die stehen einfach voll drauf, abends damit durch Schwabing zu knallen, sich nicht um Parkplätze Gedanken zu machen, sondern einfach stylisch von A nach B zu kommen in der Stadt, ohne sich über Parkplätze Gedanken zu machen. Um Style geht es auch bei dieser Retro-Schwalbe. Tobi und Pauli haben dafür Original-Chevrolet-Teile aus den USA einfliegen lassen. Das hier ist die Luxusvariante. Aber die Jungs verkaufen ihre Schätzchen auch für 1.500 bis 2.000 Euro. So, na dann. Startversuch, oder? Auf jeden Fall. Dann lass sie mal runter, Vorsicht, Füße weg. Mhm, gib Gas. Ach, komm schon.
Jawohl! Geil, geil! Die Schwalbe, ein DDR-Exportschlager. Ostkult, der 25 Jahre nach der Wiedervereinigung auch immer mehr Fans im Westen findet.